Hallo und herzlich willkommen zum Sonntagsvideo. Ich weiß, es tut mir leid. Die letzten zwei Wochen waren einfach heavy. Ich war in Nürnberg, ich habe meine Technik ist ausgefallen. Ich habe einfach nicht die Möglichkeit gehabt, alles zu testen, zu überlegen. Und das hier ist ein Test. Ich weiß, eigentlich richtig schlimm für ein Unboxing, aber ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen von der Zeit, weil, also Nürnberg, ich muss ganz anders anfangen. Also die Zeit war wirklich sehr knapp, viel auf Arbeit zu tun. Dann war ich in Nürnberg und in Nürnberg werde ich ausgebildet zur Fachkraft für Gesellschaftsspiele. Und das zweite Modul habe ich absolviert. Das bedeutet, ich habe das Modul Praxis absolviert. Und da war es wirklich so, dass ich Donnerstag arbeiten war und von Donnerstag dann aus Berlin nach Nürnberg gefahren bin. Mit natürlich Verspätung. Das bedeutet, ich habe ewig gebraucht, um dann endlich da zu sein. Ich war dann um 1 Uhr nachts irgendwann da und musste dann am Freitag meinen ersten Tag dort absolvieren in Nürnberg im Haus des Spiels. Und da hat es dann erst um 10 angefangen. Also es war eigentlich relativ cool, aber man geht natürlich vorher noch duschen, frühstücken und dann muss man auch noch hinlaufen. Das bedeutet, man hat dann doch gar nicht so viel Zeit wie gedacht. Oder ist man da 8 Stunden am Tag und lernt und spielt und macht und tut. Und als ich nach Hause bin oder beziehungsweise ins Hotel um 19 Uhr, da dachte ich mir so, boah, ich hab so die Faxen dicke, ich bin so knülle. Weil ich war noch im... Oh, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie es heißt, dieses riesige Comic-Geschäft. Vielleicht fällt es mir noch ein. Und ja, dann haben die zugemacht um 19 Uhr, dann bin ich nach Hause gelaufen, habe da was versucht zu spielen, was noch zu essen. Und dann bin ich ins Bett gefallen und konnte aber nicht einschlafen. Und am Samstag haben wir dann auch nochmal um 9 begonnen, also nochmal eine Stunde früher, dann wieder los, den ganzen Tag. Da musste ich zum Zug rennen, weil ich meinen Zug bekommen musste, damit ich nach Hause komme. Und da war wieder eine Verspätung. Und ich war dann halt auch erst, ich glaube um 12:45 war ich dann doch endlich zu Hause. Ja, und deswegen habe ich dann einfach gedacht, ja, ich habe Sonntag noch die Zeit und könnte noch ein Video machen. Ich war aber einfach nur platt. So, und dann die Woche danach habe ich mir einen krassen, gerade jetzt ist es weg, heute Morgen, oder beziehungsweise, wenn ihr das seht, am Samstagmorgen ist es weg. Ich habe mir einen Nerv eingeklemmt über die ganze Woche und ich habe nur Schmerzen gehabt, habe ab und zu mal Tabletten genommen, damit ich die Schmerzen dann mal wieder ausschalte. Und habe Dehnungsübungen gemacht und so weiter, aber es ging einfach nicht weg die ganze Woche. Habe trotzdem gearbeitet natürlich und dachte mir, ja, irgendwie, ich schaff's nicht. Aber ich habe es probiert. Ich hoffe, die Technik hat es dann auch jetzt hinbekommen, weil die Technik ist komplett abgekackt bei mir. Alles zerstört, nichts funktionierte mehr und ich muss jetzt alles wieder neu aufbauen. Deswegen waren die letzten zwei Wochen einfach nicht cool. Obwohl, ja, doch schon, rein theoretisch schon cool, aber für Video produzieren und so weiter war es definitiv kein gutes Ding. Zusätzlich muss ich auch sagen, gespielt XL vom letzten Monat ist absolut in Gefahr, weil ich habe ja da über 30 Spiele am Start. Aber die ganzen Aufnahmen, wenn ich die nicht gerettet kriege, sind die völlig zerstört. Und weil ich jetzt auch in Polen war im Urlaub und dort viel gespielt habe, kriege ich es nicht mehr zusammen, die ganzen Bilder reinzupacken. Also von daher steht so ein bisschen, ja, müssen wir mal schauen. Deswegen kommt gespielt XL dann auch später. Jetzt aber das Unboxing, wofür ihr eigentlich eingeschaltet habt. Aber für alle, die sowieso regelmäßig gucken, wollte ich eine kleine Erklärung, eine kleine in Anführungsstrichen, warum es nicht geklappt hat. Wir haben ein Paket bekommen. Ich habe mich mega gefreut. Wie gesagt, mit Schmerzen war dann echt übel. Ich habe es trotzdem aufgenommen, weil ich auch reingucken wollte, was ist es. Und ich ja nicht reingucken will ohne euch, sondern ich wollte euch da mitnehmen. Und Nova Ethers stand bei mir überhaupt gar nicht auf dem Plan. Deswegen gucken wir jetzt in die erste, ja, Box. Los geht's. Herzlich willkommen zum Unboxing von Nova Ethers. Ja, ich ehrlich gesagt kann ich gar nicht mehr sagen, wie viele Jahre ich jetzt schon drauf warte. Gefühlt sind es 4 Jahre. Ich glaube aber, es ist nicht so lang. Irgendwann wollte ich es auf jeden Fall mal anmalen. Tja, wir öffnen das jetzt zusammen. Ich bin schon gespannt, was uns eigentlich erwartet, weil ich habe es wirklich mittlerweile fast alles vergessen, was da eigentlich bei ist.
Für mich ist es jetzt eine richtig krasse Überraschung eigentlich, weil ja, ich habe mich zwar gefreut, dass das Paket kommt, aber ich habe auch damit eigentlich gar nicht gerechnet. Also wir öffnen es jetzt zusammen und schauen mal da rein. Also daran kann ich mich noch grob erinnern. Diese Verpackung sieht so cool aus. Ich hoffe, ich krieg's raus. Ja. Also so, wir tauschen mal. Es ist schon, also man muss ganz ehrlich sagen, es ist ein Brocken. Ganz ehrlich. Also, jetzt habe ich das Messer da drunter liegen lassen. Auch sehr clever. Gut. So. Dann schauen wir doch mal in diese, also die Box ist schon fett. Kann man nicht anders sagen, ja. Oh, das sieht doch schön aus. So, ich werde es mal hier ordentlich zerschneiden, damit auch nichts kaputt geht. Ich weiß nicht, wie schwer es ist, aber es fühlt sich an wie 10 Kilo. Puh. Genießen auf jeden Fall, das stimmt. Sollte man auf jeden Fall. Ich finde, das sieht echt cool aus. So, wollen wir es öffnen? Ja. Eieiei, das ist ja schon schwierig. Oh. Also, das ist schon ein krasses Manko, das Ding aufzumachen. Und wir haben ein riesiges etwas an Buch hier drin. Das erwartet uns bei Nova Ethos auf jeden Fall. Das ist schon mal schick gemacht. Wenn man es aufschlägt, ist ja auch so ein bisschen, ja, also schon das Artwork sieht sehr cool aus, muss ich sagen. Ja, schick, und das ist auf jeden Fall so aus so einem Metall. So schön verarbeitet, definitiv, ja. Aber wir gucken mal hier rein, würde ich sagen. Uns da so erwartet. Und damit wir das auch gleich hier ordentlich machen und ihr euch nicht beschwert, dass man hier nicht ordentlich mit seinen Sachen umgeht, wenn man 2, 3, 4 Jahre darauf wartet, machen wir das zusammen. Also müsst ihr euch ein bisschen gedulden, was euch noch so erwartet. Aber wir wollen ja auch mal reingucken in diese Sachen kurz. Ich weiß auch nicht, was es ist, muss ich auch dazu sagen. Liga von Cambrai. So, ich will nicht alles zeigen, weil ich nämlich keine Ahnung habe, ob man das irgendwie fürs Spiel braucht. Aber wir können ja trotzdem mal reingucken, ne? Ach, das ist der Prolog. Das ist ja schon gut. Rom, Prolog. Und irgendwie beginnt man hier seine Spiele. Ja, das reicht schon. Wer weiß, was man da noch alles entdeckt und findet. Also es ist schon mal ganz cool. Geschichten aus dem Wirtshaus. Es scheint irgendwie noch zusätzlich was zu sein. Ich würde es jetzt zulassen. Das ist ein Stretch Goal. Steht ja da auch. Ja, Stretch Goals. Wahrscheinlich noch Geschichten, die zusätzlich sind, die man halt damit bekommen hat. Und hier fängt schon an ein Tutorial. Ja, da können wir auf jeden Fall mal reingucken. Weil hier sehen wir nämlich auf jeden Fall den Inhalt. Wie wir das irgendwie verwenden, ein schlechter Tag, so beginnt es, Missionsaufbau, Mission beginnt, also eigentlich ziemlich cool. Wollen wir mal schauen, wann wir das überhaupt mal anfangen. Wow, und hier haben wir nochmal so ein Stretch Goal irgendwie. Das ist nochmal ein Stretch Goal, genau. Sieht auch cool aus. Und hier hat man dann nochmal Helden. Oh, Mythen, puh, ja, also auf jeden Fall eine ganze Menge zu entdecken, zum Beispiel eine Chimäre. Also ich finde auf jeden Fall, das Buch ist erstmal sehr hochwertig gemacht. Ja, das sieht
Sieht schon sehr, sehr cool aus. Und dann kommen wir zum Regelbuch. Tja, wie gesagt, ich kann euch nichts sagen, was den Inhalt so wirklich betrifft. Wir sehen hier auf jeden Fall schon mal Miniaturen, die wir uns gleich genau angucken werden. Und hier sehen wir aber auch, wie sich die Figuren bewegen und was man so alles machen kann. Das ist ein Regelheft, was... Wow, ja, Reisephase gibt's auch. Ich sag mal so 60 Seiten beinhaltet. Also wenn ihr ein Regelwerk euch durchlesen wollt, seid ihr hier genau richtig. So, dann gucken wir mal, was wir hier so... Ah, das ist von Black Rose Wars. Das ist ja cool. Haben wir natürlich auch das Spiel, aber wir haben es noch nie gespielt, weil ich noch nicht die Figuren angemalt habe. Aber das ist ja schon... Das packen wir mal zur Seite, das gucken wir uns gleich an, weil wir eigentlich für Black Rose Wars jetzt gar nicht hier sind. So. Dann kommen hier schöne Bögen, ja. Das kennt man alles so, ne? Das sind die verschiedenen, wahrscheinlich verschiedenen Szenarien, die man hier mal aufbauen kann und dann spielen kann. Müssen wir uns jetzt, glaube ich, nicht alle angucken, aber sieht erstmal ganz cool aus. Dann haben wir hier in der Ecke ein Handbuch. Handbuch der Renaissance, warum auch immer. Mal schauen. Und kommen wir zu den nächsten Sachen. Also hier sind ist auf jeden Fall so ein Turm schon mal geländemäßig. Wir haben ein wunderschönes Haus. Das muss man wahrscheinlich alles irgendwie zusammenbasteln. Denn hier haben wir auch noch mal ganz viele Tokens und auch Geländestücke. Die uns schon so entgegen. Also hier noch mal ein paar Tokens, dann haben wir die Bäume. Wir haben wirklich hier ganz viele Geländesets, die man sich anschauen kann und die man dann natürlich zusammenbasteln kann, um die einzelnen Häuser widerspiegeln zu können, indem man dann kämpft. So, dieses haben wir schon gesehen. Ne, das hatten wir jetzt in dem Regelheft schon gesehen, ganz viel. Das muss also eine sehr große Bedeutung haben. Und hier haben wir noch ganz viele Tokens und auch ein paar Kreaturen, die vielleicht irgendwas noch bewirken können. Also da haben wir eine ganze Menge Pappe. Ist aber dann nicht vorbei mit der Pappe, sondern wir haben hier noch mehr. Ja, das sieht auch cool aus. Mal schauen, was wir damit so Schönes machen können. Und dann haben wir aber keine... Also das sind jetzt eher so Wasserbögen. Und irgendwie noch eine Landkarte. Voll gut. Und das finde ich ja auch schön. Guckt euch das mal an. Das sieht richtig cool aus. Und da stehen halt auch irgendwelche Sachen drauf. Wahrscheinlich, was man da machen kann im Wirtshaus. Also das gefällt mir schon wieder richtig gut. Dann haben wir hier die gesamte Range der Miniaturen, die wir da drin haben. Und ich weiß, ihr wartet sehnsüchtig darauf, wie ich auch. Wir wollen uns natürlich die Miniaturen anschauen. Das ist so irgendwie auch wahrscheinlich erstmal das Wichtigste natürlich. So, und dann beginnen wir natürlich mit unserer Miniaturenshow. Ich werde nicht alle Miniaturen reinhalten, aber ihr könnt auf jeden Fall schon mal so einen ersten Blick erhaschen. Ich glaube, das ist eigentlich ganz cool. Das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. So, was wollen wir machen? Wir werden hier mal eine Miniatur rausholen und gucken, dass wir sie einfangen können für euch, dass ihr, ich weiß nicht, ob sie jetzt fokussiert, die Kamera, weil die ist neu. Da müsst ihr mir mal sagen, ob das super war. Aber ich sag jetzt mal, wenn ich mir die angucke, sehen die schon sehr, sehr gut aus. Was total krass ist, wir haben hier Basen. Ja, ob man die jetzt farbig macht oder nicht, ist vielleicht irrelevant oder kann man machen. Auf jeden Fall sieht der Guss schon gut aus und die Proportionen auch. Ich hoffe, ihr könnt was erkennen. Wie gesagt, schwierig für mich mit der neuen Technik, das auch zu sehen, ob das auch funktioniert. Ich hoffe, ja. Ich werde auf jeden Fall noch ein paar Fotos machen für euch, damit ihr so einen definitiven guten Einblick habt. Auch
Die Jungs sehen schon ganz cool aus. Na, muss ich ganz ehrlich sagen, gefallen mir richtig gut. So, dann gucken wir nach der zweiten Range. Da wird es ja vielleicht noch interessanter. Oh ja. Also, die Bösewichte werden nicht kleiner, sondern die sehen schon echt richtig gut aus. Das macht schon Spaß, die anzuschauen. Na, den kriege ich jetzt nicht rein, den machen wir nachher mal rein. Aber auch der Ritter hier, wow, da kann man sich echt richtig auslassen. Also ich sag mal, auf den ersten Blick sieht es schon richtig, richtig gut aus. Ja. Auch hier noch einer, der euch vielleicht gefallen könnte. So, dann kommen wir zu den Helden. Achso, ich zeige euch nochmal so die gesamte Ansicht einmal. Vielleicht hilft euch das ein bisschen da zu orientieren und zu gucken, was es alles gibt. Dann schauen wir uns den mal hier an. Der sieht schon ziemlich cool aus mit seiner Sense. Der untoten Doktor. Aber auch nicht zu vergessen, hier so ein wunderbarer Held in einer aktiven Pose. Aber die hier finde ich auch ziemlich cool mit ihrem Bogen. Das sind wahrscheinlich alles unsere Helden, deswegen haben die auch eine andere Farbe. Da von den Helden mache ich auch nochmal ein Foto und schmeiße es euch rein, sodass ihr das richtig schön euch anschauen könnt. Aber wir sind noch nicht fertig. Ist auch ganz klar, mit dieser riesigen Box kann es auch nicht vorbei sein. Sondern wir schauen uns jetzt noch mal ein paar Sachen an. Also ein paar Sachen ist echt untertrieben. Wir haben hier die Boards, soweit ich das jetzt sehe. Und ich würde das mal hier aufmachen, dass wir da mal reingucken können, wie das aussieht. Und nein, es sind keine Boards. Es sind ganz viele... Ja, ich weiß es auch noch nicht so richtig. Also auf jeden Fall sieht es so aus wie die Charaktere, die wir da haben, den Knappen. Und dann aber ganz viele Bögen von dem Knappen, warum auch immer, oder Sophia. Ja, vielleicht auch einfach nur andere Sprachen. Nee, Schlösser knacken, Brutalität. Tja, da müssen wir auf jeden Fall reingucken, das kann ich euch noch nicht sagen. Wenn wir jetzt in die Box hier reingucken, was ihr ja schon machen könnt, dann seht ihr aber auch, wow. Also, wir haben hier noch eine wirklich widerliche, unglaublich schöne Kreatur, eine Spinnenkönigin. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, wow, das sieht richtig gut aus. Also toll. Die Base auch mit den Totenköpfen und so und Skeletten, also Skelettkörpern drauf, sieht schon sehr, sehr gut aus. Dann haben wir hier ein ganzes Kartenset. Weiß ich auch noch nicht. Müssen wir mal reingucken dann. Dann haben wir hier unsere Layerboards wahrscheinlich. Ich gehe mal davon aus, dass man die irgendwie aufklappen kann. Genau, dann kann man das hier rausplöppeln und dann kann man das Board, also die Karte hier runterpacken, die man dann braucht für den Charakter. Finde ich auch sehr cool. Sehr schön gemacht. Wenn man hier oben reinguckt, da sind die auch verstärkt, so wie es aussieht. Genau, so dass die halt auch halten. Schön. Darunter verbergen sich dann nochmal Karten, wobei ich jetzt nicht weiß oder nicht sagen kann, was es für Karten sind. Das ist auf jeden Fall ein dicker Kartenstapel. Und wir haben hier auch nochmal einen Kardinal als Charakter oder ein Schaf, was auch immer. Was man damit macht, steht in den Regeln. Dann haben wir hier wirklich richtig schöne Würfel. Wow, also die sind schon richtig edel, muss ich sagen. Die gefallen mir richtig gut. Die fühlen sich auch richtig gut an und hochwertig an. Das gleiche haben wir dann hier mit diesen schwarzen Würfeln, was auch immer oder warum man die braucht, weiß ich noch nicht. Aber die finde ich auch schön. Ja, die sehen halt besonders aus, muss man sagen. Gibt es halt zum Spiel dazu.
Voll cool. So, dann haben wir hier noch ein paar, keine Ahnung, Cubes. Wir haben noch was für die zum Rumdrehen. Noch mehr Cubes. Noch mehr Cubes. Fertig. Hier unten, nee, hatte ich schon gezeigt, genau. Dann haben wir hier nochmal ein komplettes Kartenset. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Noch ein Kartenset. Also ist echt eine Menge drin. Kann man nicht anders sagen. Noch ein dickeres Kartenset mit Gold und Schicksal. Und noch mehr Bullenschlüssel auf der Medizin irgendwie. Ärzte, keine Ahnung. Und ja, hier kommt jetzt so ein kompletter Kartenstapel-Set, den wir vorhin ja schon gesehen haben. Mit verschiedenen Karten, verschiedenen Missionen, Fluchtplan, Exorzismus, keine Ahnung, vielleicht sind es einzelne Missionsdecks. Und wir haben hier auch nochmal richtig viele, ja, Briefumschläge drin. Ich mache einmal eins auf. Wir gucken natürlich nicht in einen Briefumschlag, weil wir nicht wissen, ob wir das dann, ob das irgendwie vielleicht nicht machbar ist. Aber wir gucken uns das Papier mal an. Und ich muss sagen, ja, das sieht nach einem schönen Briefumschlag aus. Aber da ist auch nichts drin. Gespoilert. So, vielleicht muss man da irgendwann mal irgendwas reinpacken. Mal gucken. Ja, schauen wir mal, inwieweit wir... Ach, ich krieg's nicht rein. Mache ich nachher in Ruhe ohne Kamera. Inwieweit wir das alles machen. So, letzte, was noch übrig geblieben ist, weil das war's jetzt von Nova Aethas, ist ja das Black Rose Wars Magister Set. Ich, wie gesagt, wusste ich auch nicht, dass es hierbei ist. Und das gucken wir uns natürlich auch nochmal an, weil da scheinen Miniaturen bei zu sein. So. Ist immer lustig, wenn man so einen Kickstarter vor 2 oder 3 Jahren gebackt hat und dann kommt es an und ich habe das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Dann ist man mehr überrascht als alles andere, weil man einfach damit nicht gerechnet hat oder gar nicht damit, gar keine Erwartungen jetzt daran hat. Vielleicht auch manchmal besser, wenn man keine Erwartungen hat. So, hier sind noch Karten drin. Sieht auch total cool aus. Dann natürlich Karten von den Charakteren irgendwie. Ja, finde ich auch ziemlich schick. Und nochmal hier irgendwie Karten. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung für was oder so. Dann haben wir hier noch eine Eule als Marker und natürlich Kreaturen. Ja, also wenn ihr meint, das sieht nicht cool aus, dann weiß ich nicht. Ich finde, das sieht ziemlich nice aus. Ja. Nice sage ich ja nicht so gerne, aber ich finde, es ist nice. Und hier haben wir noch mehr, so eine richtig schöne, ah, das sieht so ein bisschen aus wie hier, wie heißt der, Vogelscheuche. Ja. Sieht auch cool aus, kann man sich auf jeden Fall mit bemalen richtig viel auslassen, wenn man Lust hat. So, dann ist auf jeden Fall noch ein Held bei, so wie es aussieht. Das ist der Junge hier. Und natürlich haben wir hier noch eine Eule. Oh, und die sieht wirklich schön aus. Also auch jetzt auf den ersten Blick so sieht man eine sehr, sehr gute Struktur. Ein schöner Abguss, also kann man nicht meckern. Wird sich zeigen, wie sich's spielt, das Ganze. Ich zeige es nochmal in die Kamera für alle. Das wäre dann halt in diesem Set da drin. So, das war's von mir. Ich hoffe, euch hat's gefallen. So einen kleinen Einblick in Nova Aethas Renaissance. Ich bin gespannt, wie sich das gesamte Spiel überhaupt spielen lässt. Ich werde auf jeden Fall erstmal Regeln lesen, bevor ich dann überhaupt anfange. Aber auf jeden Fall ist die Box prall gefüllt und richtig fett. Also ich weiß schon wieder nicht, wo wir diese Box hinstellen wollen, aber hey, wir gucken mal. Ja, mal schauen, ob sich das auch so richtig gut spielen lässt und ob wir da richtig Spaß dran haben, weil dann lohnt es sich auf jeden Fall, die Nova Aethas Box. Ansonsten schaut einfach, was euch so regelwerkmäßig begeistert oder nicht, weil ich weiß jetzt auch, ich kann euch auch den Preis von dem Spiel gar nicht sagen, weil es einfach schon zu lange her ist, dass wir es gebackt haben. So, jetzt zum zweiten Teil. Ja, bevor ihr euch ausmacht, stopp, schaltet nicht aus, denn der zweite Teil
deswegen sage ich es nämlich gerade, beinhaltet eine weitere Box, die an dem nächsten Tag gekommen ist. Wirklich an einem, also an dem nächsten Tag kam wieder die Nachricht, ey, du bekommst ein Paket. Und ich so, was? Schon wieder Kickstarter? Und wir öffnen auch dieses Paket. Bitte guckt da nochmal rein, nicht ausschalten. Es ist Teil 2. Wichtig. Los geht's. Ja, hier kam einen Tag später nun die zweite Kiste an. Und ich dachte mir, ja, was könnte da drin sein? Neuer Kickstarter? Nein. Guckt euch das mal an. Hier ist, ja, was anderes gekommen. Also, wir schauen zusammen rein. Weil ich wusste gar nicht, dass da noch zusätzliche Sachen von Nova Ethers reinkommen. Und deswegen gucken wir uns das hier noch zusammen an, weil das nämlich eine zweite Kiste ist. Ja, ihr seht schon mal die ersten Sachen hier. So, das war's. Kam nochmal extra. Okay, also wir haben hier ein Minotaurus, was ich total cool finde, was ich aber auch nicht mehr auf dem Schirm hatte. Deswegen habe ich es ja auch letztes Mal schon gesagt. Ich bin da immer so ein bisschen, ja, also mittlerweile dauern mir die Kickstarter auch eigentlich fast schon zu lange, weil wenn man dann über 2 Jahre oder so wartet darauf, dann ist es natürlich schon so, dass man, also dass ich das dann eigentlich schon irgendwie verdrängt habe. Ich wusste schon, dass wir Nova Ethers gebackt haben, das war jetzt nicht die Frage, sondern eher, was wir da eigentlich gebackt haben. Und das ist dann halt auch manchmal das Problem, finde ich. Man hat dann so viele coole Sachen irgendwie, aber man hat so den Überblick verloren, leider. So, und dann gucken wir uns den großen mal hier an. Ja. Also, ich finde, da kann man schon einiges machen. Er sieht schon ziemlich cool aus. Ganz schön heavy, das Vieh. Ich hoffe, die Kamera fängt es so ein, wie ich es mir erhoffe. Also ich finde, der sieht schon sehr cool aus. Hätte ich jetzt schon Bock drauf, den zu bemalen. Natürlich gibt es wieder Kartensets dazu. Ja. Was der macht, keine Ahnung. Und hier auch noch ein paar Tokens. Also von daher haben wir hier mal wieder eine Erweiterung dabei, die mit Sicherheit sehr, sehr cool ist. Wir haben hier auch noch einen Briefumschlag wieder. Und ja, das ist das manchmal ein bisschen doof, aber wahrscheinlich irgendwie Regeln oder sowas, was ich halt auch ganz cool finde. So, dann kommen wir zum nächsten und zwar der Medicio. Und der ist natürlich die Anlehnung an Star Wars, ja, The Mandalorianer. Finde ich trotzdem cool. Ja, ich weiß, es ist Geschmackssache. Einige werden jetzt vielleicht sagen, naja, so ganz ist es ja vielleicht nicht. Aber ja, doch irgendwie schon. Aber trotzdem kann es ja sein, dass jemand sagt, so, naja, so ganz ist es nicht meins. Finde ich auch völlig legitim. Ich fand den irgendwie sehr lustig. Weiß jetzt auch nicht, ob der von den Regeln gut ist oder nicht. Boah, die Packung aufzumachen ist schon wieder ein Krampf. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich einfach verletzt habe hier am Zeigefinger. Aber also, oh, ich will die auch nicht kaputt machen. So. Gucken wir mal rein, was uns hier erwartet. Ja. Doch, also ich muss sagen, mir gefällt der richtig gut. Klar, dieses widerliche kleine Baby da auf dem Arm ist vielleicht jetzt ein bisschen was anderes als so, aber der hat halt auch seine, hier sieht man schon, da ist so ein bisschen verbogen, aber kriegt man ganz gut hin. Im Normalfall, wenn es jetzt, also müsst ihr natürlich aufpassen, dass es nicht bricht, aber das habe ich auch schon 1000 Mal gesagt, könnt ihr heißes Wasser in eine Schüssel machen, den da rein und dann könnt ihr das ein bisschen biegen, rausholen und wenn es erkaltet, dann, ja, dann ist es starr. Und dann geht es auch nicht kaputt. Und bleibt auch in der Haltung. So, ich finde ihn cool. Der hat eine Pistole dabei. Der hat so ein Gewehr dabei. Er sieht halt aus wie der Mandalorianer. Finde ich sehr nett. Dann haben wir hier wieder unsere Karten.
Ich habe immer so den Eindruck, das sind hier auch Black Rose Wars Karten, die man vielleicht für beides verwenden kann. Ich weiß es nicht. Wäre auf jeden Fall sehr cool. Kann man ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr da mehr Infos habt. Aber es sieht so aus, weil das ist das Black Rose Wars Zeichen. Und hier ist der Charakter vielleicht dafür. Ja, da wir Black Rose Wars haben, das aber noch nie gespielt haben, was auch bei mir auf der Agenda ganz oben steht, wäre das natürlich absolut genial, wenn sich das dann überhaupt lohnt, die Charaktere so reinzunehmen. Oh, das sieht aber so aus, als wäre es ein Held. Sieht man auch von der Farbe, der Medizio, den oder Medicio oder wie auch immer, den kann man als Helden spielen. Das finde ich natürlich auch ganz cool. Hat man auch noch eine Heldenvariante dabei. So, ich schiebe das einfach rüber, damit ich nachher in Ruhe aufräumen kann. Da muss die Kamera ja nicht mitlaufen. Haben wir den Draco. Da bin ich auch gespannt. Das ist wieder mit einem Schuber gemacht, was ich dann wesentlich besser finde. Wobei die Kartons natürlich schon wirklich riesig sind. Also das darf man nicht vergessen. Ich weiß noch gar nicht, wo wir das alles lagern. Das ist auf jeden Fall eine Menge Pack. Eine Menge. Ich glaube auch nicht, dass wir all in gegangen sind. Das weiß ich aber auch nicht mehr. So, hier ein paar Papptoken. Dann natürlich wieder Briefumschläge. Karten. Und ach du heilige Scheiße. Ja, sehr geil. Aber was sagt ihr dazu? Ich muss sagen, das Ding ist fett. Kann man auf jeden Fall eine Menge maltechnisch rausholen. Ja, sehr geil. Cool. Klar gibt es nochmal ein Kartenset hier drin. Muss ich sagen, ist trifft meinen Geschmack auf jeden Fall. Und ich glaube, ich habe auch so gar nicht so Drachen. Ich glaube, das war in Games Workshop Zeiten, da hatte ich mal einen Drachen. Mittlerweile habe ich keine mehr. Habe ich mal wieder einen neuen Drachen. So, kommen wir zur letzten Packung. Hyperion. Zack. Die Hyperion. Erweiterung oder wie auch immer. Auf den freue ich mich auf jeden Fall richtig, weil mit den Flügeln und so, der sieht irgendwie echt genial aus. Ich bin gespannt, wie sie es umgesetzt haben. Auf jeden Fall haben wir hier brennende Bäume oder sowas. Wir haben hier nochmal ein paar Räume. Dann kommt das. Hyperion, Kartensets und Alter, oh, yes, das ist genau mein Geschmack. Oh, die Flügel, guckt euch die Flügel an. Oh, da habe ich richtig Bock drauf zu bepinseln, das Ding. Also das ist richtig geil. Das finde ich richtig abgefahren. Mann. Vor allem die Flügelspannweite ist größer als meine Hand. Richtig cool. Also wirklich schön. Also der gefällt mir richtig gut. Und wir haben noch so kleine Hyperions oder so. Und zwar drei Stück davon. Und die sind auch ganz cool. Da kann man erstmal anfangen zu malen. Und dann kann man sich an den großen machen. Ja. Natürlich nochmal ein Kartenset. Ja. Ah, das sind Myrmidon und kein Hyperion. Okay, so, das war's. Ja, dann gehen wir wieder zurück. Das war ja das Unboxing von Nova Aethers. Ich weiß, da gab's, glaube ich, noch mehr. Mich hat nur das interessiert. Ich weiß es aber wirklich gar nicht mehr. Gab es da vielleicht noch mal extra Münzen oder noch mehr Minis? Ich habe keinen Plan. Der Preis war eigentlich, den wir bezahlt haben, so um die 135 Euro, glaube ich. Also relativ cool. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob dieser Preis nur die Grundbox war, ob wir dann diese ganzen Add-ons noch gemacht haben.
wirklich super schwer für mich nachzuvollziehen. Ja, ich könnte jetzt nochmal in die App gucken und alles durch. Habe ich nicht. Ich wollte euch einfach zeigen, was ist es? Es ist was Neues. Es hat 3D-Elemente dabei und wir hoffen, dass es ein richtig cooles Spiel ist. Aber ganz genau kann ich es euch noch nicht sagen. Die Regeln habe ich schon mal rausgepackt. Ich werde mal zwischendurch ein bisschen lesen. Ob ich dann die ganze Box da anpinsel mit über 60 Miniaturen, weiß ich auch noch nicht. Also ich bin immer noch so ein bisschen am Überlegen. Ich brauche aber auch gerade ein bisschen Flow fürs Malen, weil der ist bei mir gerade die letzten 2 Monate komplett down gegangen. Ich habe eigentlich gar nichts mehr gemalt und ich ärgere mich darüber so unglaublich. Aber irgendwie habe ich gerade so ein richtiges Tief, habe irgendwie keinen Bock so richtig, komme nicht aus dem Start und guck dann lieber ein Filmchen, geh dann pennen oder lese gerade extrem viele Bücher. Ja, aber nichtsdestotrotz habe ich natürlich richtig Lust, das Spiel zu spielen und natürlich auch zu bemalen, weil es echt schicke Minis sind und ich musste einfach die Zeit finden dafür. Ja, das war das Unboxing. Ich hoffe, euch hat das Unboxing gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr, einen Daumen hoch. Schreibt was in die Kommentare, wenn ihr vielleicht auch Nova Aethas gebackt habt, wenn ihr es schon habt, wenn ihr schon eine Partie gespielt habt. Oder wenn ihr einfach Interesse habt, unten was reinzupacken, dann haut es rein. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich nächsten Sonntag. Ich versuche wirklich alles, dass ich da was reinschmeiße für euch, dass es nicht ausfällt. Ja, ich hoffe, die Technik hat funktioniert. Wenn ihr da irgendwelche Sachen habt, Anmerkungen oder sonst was, Bildqualität, Tonqualität, bitte haut es rein, weil ich muss jetzt erstmal gucken, ob ich alle Einstellungen wieder so hinbekomme wie früher. Und bin da natürlich total glücklich, wenn ihr mir Feedback gebt, ob das alles super safe war, ob ihr alles hören konntet oder ob irgendetwas ganz, ganz daneben war. Dann werde ich auch gucken, ob ich das Video nochmal lösche und nochmal neu produziere, wobei das mit dem Aufmachen der Boxen ganz schön schwer ist. Aber egal, wir werden es schauen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Habt einen schönen Sonntag, bleibt gesund und wir sehen uns dann hoffentlich nächsten Sonntag. Macht's gut, passt auf euch auf, euer Tigurion.